Er galt lange als Zug der Zukunft, der Transrapid. Hunderte Millionen Euro wurden in die erfolgsversprechende Technologie investiert. Nahe Lathen im Emsland rauschte die Magnetschwebebahn seit den 80ern mit mehr als 400 Stundenkilometern über die Teststrecke. Zahlreiche Besucher kamen, um einmal mit dem Transrapid zu fahren. Er versprach eine technologische Revolution. Doch am 22. September 2006 kam es zu einem folgenschweren Unfall. 23 Menschen kamen ums Leben. Seither steht die Teststrecke still. Es ist eine Industrie. Ja, Ruine ist der falsche Ausdruck. Eine industrielle Entwicklung, die es vor Jahren hier gab, die leider abrupt zum Ende kam. Nicht nur durch den Unfall, der natürlich ein ganz gravierender Einschnitt war. Allerdings hat vielleicht Deutschland auch der Mut gefehlt, die Transrapid-Versuchstechnologie insgesamt in die Breite zu bringen und auch wirtschaftlich kommerziell zu nutzen. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn es hier in einer Form weitergeht. Lathen ist Transrapid und Transrapid ist Lathen. Das gehört zusammen. 82 ging es hier los. Das sind über 40 Jahre Technologie hier. Und das wollen wir nicht einfach so beiseite legen, sondern wir wollen den Besuchern zeigen, was hier damals passiert ist. Diese alte Technik, diese alte analoge Technik ist hochinteressant. Was nun aus der Teststrecke werden soll, ist noch nicht ganz klar. Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten sollen auf dem Gelände stattfinden. Zudem soll ein Förderverein gegründet werden, der den Standort auch für Besucher wieder attraktiver machen soll. Grundsätzlich besteht die Forderung, dass man nach der Einstellung des Versuchsbetriebes, das war Ende 2011, die Anlage zurückzubauen hat. Nun, die Anlage ist sehr speziell und vor dem Hintergrund neuer Technologien, die wir suchen, auch, um auch Klimaziele zu erreichen, sind wir jedenfalls der Überzeugung, dass man sich sehr genau überlegen sollte, ob man sie abreißt oder ob man nicht Möglichkeiten sucht, um die Anlage für Zukunftstechnologien wieder zur Verfügung zu stellen. Derzeit wird hier an neuen Technologien geforscht, so zum Beispiel kabelloses Laden, unter anderem für Elektroautos. Mehrere internationale Unternehmen haben bereits Interesse angemeldet. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.